Ja, Frank Gleim, wir kennen uns, wir duzen uns, das lassen wir auch so. Bürgermeister des kleinen Wora-Städtchens Gemünden. Bei uns in der Gegend, in der Heimatkunde hat man mal Buntstrut gelernt, kennt aber hier in der Gegend, glaube ich, kein Mensch. Ach doch, doch, doch. Ja. Es gab auch mal lange, lange bevor Gemünden etwas größer wurde, eine Burg Dunisse in Seelen mit einem Amt Buntstrut, das zum Lahngau gehörte. Also das ist aber wirklich sehr lange her. Heute ist Dunisse Naturschutzgebiet und die Burg wurde bis auf die Grundmauern geplündert, auch als Steinbruch missbraucht. Dann wissen wir auch, warum wir hier in der Buntstrut sind. Und Strut heißt ja einfach nichts wie weite, fruchtbare Ebene. Und das trifft es ja hier auch. Termine sind immer so, dass man also auch mal die Bürgermeister kleinerer Kommunen und Städte bei uns im Landkreis zu Wort kommen lässt. Jetzt haben es natürlich kleine Kommunen schon immer schwer gehabt. Aber als sie selbstständig waren, gab es natürlich auch noch viele Initiativen mit Hand- und Spanndiensten, die Bürger haben selber mitgezogen. Da wurde auch mal der Graben für die Wasserleitung ausgepickelt. Die Bürokratie war deutlich weniger und der Bürgermeister, ich komme ja selber aus einem kleinen Ort, wenn man da einen Personalausweis brauchte, dann setzte man sich bei dem in die Küche und wartete, bis er aus dem Stall gekommen ist. So war das. So ist das. Das hat sich ja nun hier auch in Gemünden gewaltig geändert. Ne? Ja, lieber Olaf, du hast die Du-Form ja beschrieben, möchte man natürlich beibleiben. Liebe Zuhörerinnen und Hörer und Zuschauer und Zuschauerinnen des Eder-Dampf-Radios, mich freut es erstmal, dass es einen gemeinsamen Termin zu unserem Städtchen Gemünden entsprechend hier heute gibt. Zu der Frage und zu den Dingen, die du da eben im Vorspann ja angesprochen hast, ja, es hat sich vieles in den zurückliegenden Jahrzehnten verändert. Auch gerade viel verändert in der Gesellschaftsform mit den Menschen und mit den Verwaltungen untereinander. Es ist von den Bürgerinnen und Bürgern immer eine gewisse Erwartungshaltung da. Das gab es sicherlich schon immer. Aber so dieses Doing füreinander, untereinander, miteinander, ohne gleich zu fragen, wo ist denn die öffentliche Hand, die doch eigentlich dafür zuständig ist. Ich glaube, das kann man deutlich erkennen, dass sich das aber nicht nur in Gemünden, sondern überall sehr stark verändert hat. Ja. Der Ruf nach dem Staat oder nach der öffentlichen Verwaltung in sehr vielen Bereichen ist lauter und sehr deutlicher geworden. Jetzt gab es natürlich auch für den Staat fette Jahre, das heißt gerade nach der Gebietsreform 1972, wo die jetzigen Stadtteile von Gemünden freiwillig beigetreten sind und Ellenrode und Schiffelbach beigetreten wurden. Die kamen ja aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Schiffelbach, ja. Ja, und Ellenrode. Nein. Wollte ich gerade sagen, Ellenrode liegt ja hier zwischen der Kernstadt Gemünden und Herbelhausen, ist ja praktisch noch viel näher dran an uns wie zum Beispiel Herbelhausen. In Schiffelbach war in der Tat die Frage Landkreis Marburg-Biedenkopf oder Landkreis Waldeck-Frankenberg. Und früher hatten die Bürgerinnen und Bürger am Kfz ihrer Fahrzeuge in Schiffelbach in der Tat MR am Nummernschild. Ja. Naja gut, das war aber die beiden Orte, glaube ich, waren eine Landesentscheidung, dass die zu Gemünden zugeschlagen wurden. Ja. Während die anderen freiwillig gekommen sind. Das bedeutet dann nach der Gebietsreform natürlich auch, man hat dem Bürger ja vieles versprochen, nicht die Kommunen, sondern das Land und der Bund, was nun alles viel einfacher wird, weniger Bürokratie, uns wird alles besser und ihr kriegt Kanal und Wasser und was nicht alle. Und irgendwann hat man ja festgestellt, ups, das muss bezahlt werden. und hat dann ganz locker gesagt, ja, Gemeinde, mach mal, ist ja nur deins. Ne? Das macht das Leben für so einen Bürgermeister, gerade in so einem kleinen Städtchen, wo man sich kennt, natürlich oftmals nicht einfacher. Man hat ja immer Zugriff auf den Bürgermeister in irgendeiner Form. Ne? Ja, wobei ich natürlich sagen muss, das Zusammenwachsen nach der Gebietsreform
ist sicherlich im, ja, im Dialog so auf Sportplätzen bei Sportveranstaltungen, Feuerwehrturnieren oder ja, bei solchen Dingen sicherlich noch so mit gewissen Stichen verbunden, indem es auch irgendwelche Begriffe gibt. Die einen sagen, ja, die aus der Bundstruh, die anderen sagen die Kühlis für die hier bei uns aus der Kernstadt. Ja. Und Fußball-Derby-Turniere oder ähnliches, ja, die sind natürlich dann auch von diesen Dingen bestückt. Aber, und das glaube ich, sagen zu können, wenn es um die richtigen, ernsten Dinge des Lebens geht, da ist doch ein Zusammenwachsen deutlich erkennbar und auch ein Zusammenwachsen gelebt worden in der Vergangenheit, aber wird auch jetzt noch gelebt und das ist auch gut so. Sicherlich gibt es immer wieder Fälle, wo man sich zurückerinnert, aber das war doch so oder unsere Urgroßväter haben das doch so oder so gewollt. Aber die Bürgerinnen und Bürger in der heutigen Zeit erkennen, dass es, wenn es um wirklich wichtige Entscheidungen geht, dass auch nur im Gemeinsamen geht und nicht dann, dass der Begriff nennt sich ja dieses Kirchturmdenken, dass man dann klein im Kleinen nur noch an Kirchturm denken. Das hat sich verändert zum Positiven aus meiner Sicht. Wir haben vorhin so ein bisschen im Vorgespräch gefrotzelt. Das heißt, ich sage mal, kleines, feines Rathaus, ein historisches Rathaus, ein Fachwerkrathaus, aber dieselben Aufgaben wie eine Großstadt. Da hast du gesagt, naja, nicht ganz. So einige Ämter haben wir ausgelagert, weil wir das alleine nicht schultern können. Nichtsdestotrotz, die Aufgaben sind die gleichen wie in Frankfurt oder München, aber zum Unterschied dazu ist in so kleinen Verwaltungen ja oft der Bürgermeister nicht nur Bürgermeister, sondern er muss auch noch Sachbearbeiter sein. Ja, das kann ich eindeutig bestätigen und das bestätigen auch die Kolleginnen und Kollegen von anderen Gebietskörperschaften genauso. Ich denke, ab einer Größe Mittelzentrum, als Beispiel Frankenberg, Bad Wildungen oder in der anderen Richtung Kirchhain, Dreisa, da ist das Amt des Bürgermeisters sicherlich auch sehr stark geprägt von repräsentativen Terminen und noch vielen anderen Dingen in irgendwelchen Verbänden und Ähnliches. Das ist bei uns hier in dieser Größenordnung, kann man sagen, der Bürgermeister ist zwar auch repräsentativ unterwegs, aber er ist auch immer noch einer der Mitarbeiterschaft im eigenen Haus. Und natürlich, ich habe eben gesagt, man hat ja hier in so einer kleinen Kommune immer Zugriff auf den Bürgermeister. Das heißt, man begegnet dir auf der Straße, man begegnet dir auf dem Sportplatz, bei der Feuerwehr, beim Einkaufen. Und das heißt natürlich dann auch immer für die Leute, ja, sag mal, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Ne? Also, dass dann Dinge kommentiert oder herangetragen werden, wo der Bürgermeister dann sagen muss, guck ich mir an, hol dir einen Termin, dann kommst du vorbei. Aber das passiert ja gerade in den kleinen Kommunen immer wieder, ne? Dass der Bürgermeister ist zum Anfassen da. Das ist ja zum einen gut, dass man zum Anfassen da ist und zum anderen, ist es genau so, wie du das geschildert hast. Wenn der Bürgermeister, in dem Fall, wie es bei mir ist, auch dann im Ort wohnt und wenn dann der Tag Urlaub mal ist, wo er vielleicht nachmittags um 3 an dem Rasenmäher, an seinem Garten arbeitet, dann kommt schon der Spruch schnell mal über die Hecke, na hat denn der Bürgermeister heute schon wieder frei. Ja. Aber an den Tagen, wo man vielleicht bis 22 Uhr in einer abendlichen Sitzung war, weil die anderen kommunalpolitisch aktiven Menschen eben Ehrenamt betreiben in der Kommunalpolitik, das hat man natürlich nicht gesehen. Also das wird schon ein bisschen gefrötzelt drüber. Ja. Aber ich denke, das macht den Job eines Bürgermeisters auch aus, dass man für die Bürgerinnen und Bürger da ist. Das ist auch die Aufgabe eines Bürgermeisters. Man muss das aber auch wissen vor dieser Berufswahl, dass es genau so kommt, wie du das beschrieben hast. Und man muss es auch gerne machen und wollen. Mir macht Spaß. Hier auf dem Land ist das Ehrenamt, wird ja immer wieder betont. Aber ohne Ehrenamt geht es gerade in den kleinen Kommunen überhaupt nicht. Feuerwehr ist obligatorisch. Würde also hier Katastrophen geben, wäre die Feuerwehr nicht mit Ehrenämtlern und Ämtlerinnen besetzt. Aber daneben sind die Sportvereine, die Seniorenclubs, die Zuchtvereine. Und überall ist der Bürgermeister natürlich bei Versammlungen oder Festen ein gern gesehener Gast. Dazu kommt natürlich auch, dass man
seine Jubilare persönlich noch gratuliert und nicht mit einem Standardbrief vom Vorzimmer oder so. Also das wird dann oft gar nicht gesehen. Ja, da wird man oft gefragt, zählt man das als Arbeitszeit, ja oder nein? Weil wenn man bei Jubilaren einen selbstgebackenen Kuchen zu sich nehmen darf oder ähnliches. Nein, auch das muss man wissen. Auch das macht mir zumindest auch Spaß. Die Leute, die Menschen, denen freut das, wenn es eben so ist, dass der Bürgermeister einen persönlichen Besuch abhält. Und ja, es ist auch eine Gesprächskulisse, nicht nur mit den Jubilaren selbst, sondern eben auch mit den Familienmitgliedern, mit den Verwandten, mit den Bekannten, die auf dieser Feier sind. Und auch dort wird ein sehr reger Austausch über Dinge gemacht. Natürlich eben beim Kaffeetrinken oder beim gemeinsamen Gespräch über Dinge, die kommunale Arbeit betreffen. Und da ist man auch froh und dankbar, aus solchen Veranstaltungen auch für seine Arbeit vieles mitzunehmen. Jetzt, wenn du sagst es eben, es werden immer wieder auch Anregungen, manchmal auch Wünsche an die Stadt herangetragen, ob über den Bürgermeister oder wie auch immer. Und Bürgermeister und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind ja nicht nur Beamte und Angestellte, sind ja auch Bürger dieses Städtchens. Und hätten auch vielleicht gerne mehr oder würden gerne mehr machen. Und aber dem ist eine ganz große Grenze seit Jahren gesetzt, das sind die kommunalen Finanzen. Wir stehen kurz wieder vor dem Einbringen der Haushalte in den Kommunen, immer mit einem Auge auf die Kassenlage, mit einem anderen Auge auf die Kommunalaufsicht. Wie schwierig ist generell vieles, was man machen möchte oder muss, bei angespannter Finanzlage zu realisieren? Ganz schwierig, ist klar. Und man muss ja immer die eine Seite sagt, na, da muss man weniger Geld ausgeben. Und die andere Seite sagt, na, da muss man mehr Geld einnehmen. Ich glaube, der richtige Kompromiss zwischen beiden ist der richtige Weg, wobei man natürlich auch das Anspruchsdenken, von dem du ja auch gerade gesprochen hast, bei den ein oder anderen ja auch hier und da gerecht werden muss. Muss, meine ich, man hat auch Pflichtaufgaben. Mhm. Pflichtaufgaben sind gerade im Land eben, wenn man eben mit auch Ortsteilen zu tun hat, Einwohner pro Fläche eher dünn besiedelt und so weiter. Deswegen muss trotzdem die Kläranlage funktionieren, das Wasser muss bis zum Wasserhahn kommen, die Feuerwehrdienstleistung muss zur Verfügung stehen mit einer maximal 10 Minuten Frist und so weiter. Die Straße, die Gehwege, das muss alles da sein. Das fällt natürlich den ländlich strukturierten Kommunen wesentlich schwieriger, wie es vielleicht in Großstädten aussieht, denn wenn man eben diese Infrastruktur vorhalten muss und hat wenig Bürger, ja, wie soll es kommen? Man hat auch wenig Einnahmen, weil die Kommunen selber ja nicht steuerberechtigt sind. Das heißt, bis auf wenige Ausnahmen, das ist, wo sie eine eigene Steuer erheben können, nicht wie in den USA, wo man sagt, wir machen jetzt mal eine Tornadosteuer, weil die Saison ist oder so, dahingesagt, sondern es ist die Hundesteuer, es ist die Gewerbesteuer und es ist die Grundsteuer. Und dann wird es schon eng, was eine Kommune an Einnahmen generieren kann. Und das ist dann nicht für einen Bürgermeister auch immer die Lücke. Man möchte gerne mehr Betriebe, auch kleinere Betriebe haben, aber deswegen kann man ja nicht unendlich an der Gewerbesteuerschraube drehen, weil die sagen, naja, wenn Gemünden den Hebesatz erhöht, dann gehe ich nach Kirchheim. Ja, das ist natürlich von ganz vielen Randparametern auch noch weiterhin abhängig. Es gibt Betriebe, die sagen das auch ganz deutlich, sie benötigen in greifbarer Nähe einen Autobahnanschluss, als ein Beispiel. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir benötigen einen Bahnanschluss. Es gibt wieder andere Unternehmen, die sagen, das ist uns alles egal, wir brauchen die schnelle Internetautobahn. Und das sind so Parameter, über die wir selbst als auch als Bürgermeister oder als Kommunalpolitik einer ländlich strukturierten Kommune ja gar nicht selbst Einfluss haben. Da können wir praktisch für den einen, der das sucht, oder für den anderen, der das sucht, keine positive Antwort geben. Und das schreckt den einen oder anderen natürlich dann auch schon mal zurück. Wir sind aber trotzdem, wenn ich das noch sagen darf, wir sind aber trotzdem natürlich froh über die Gewerbetreibenden, die wir am Ort haben, und sind auch froh
über die Gewerbesteuereinnahme, die wir durch diese Betriebe erzielen. Viel wichtiger aber auch ist natürlich, dass diese Betriebe für unsere Bevölkerung hier in der Region auch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Und bleiben. Das genau. Muss man auch sagen, es ist ja nicht wie in den 50er, 60er Jahren, wenn sich da ein Betrieb niedergelassen hat, dass man sagt, ja, der bleibt bis alle Ewigkeit, heute einen Betrieb zu verlegen, das sind zwei Unterschriften und damit innerhalb von einem halben Jahr ist das weg. Aber man kann natürlich als Kommune natürlich auch Anreize schaffen, indem man für Neuansiedlungen für eine bestimmte Größe und Mitarbeiterzahl sagt, wir müssen im ersten Jahr nicht gleich die volle Gewerbesteuer nehmen. Das sind ja so möglich. Die Gestaltungsspielraum hat ja eine Kommune, ne? Ja, also wir bei uns haben da auch Gestaltungsspielraum vor vielen, vielen Jahren schon geschaffen, wo es um eventuell Verkaufsflächen und deren Kosten pro Quadratmeter geht. Genau da haben wir solche Spielregeln verbrieft, die es eben gilt, dann zu ziehen, wenn entsprechende Anfragen da sind. Ja, jetzt haben wir natürlich noch immer noch Gelder, sind zwei große Brocken immer bei den Kommunen. Warum zwei große Brocken? Einmal sind es die Personalkosten. Das liegt aber daran, dass eben ja, jede Partei irgendwo einen genetischen Defekt hat und Bürokratieabbau verspricht und das Gegenteil passiert. Vieles kommt dann über die EU rein und dann wird mit deutscher Gründlichkeit oftmals noch einer draufgesattelt. Heute sind also ganz viele, ich sag mal, einfache Bauvorhaben, die die Kommune hat, aber die auch der Bürger hat, oftmals bis zu 20 Behörden anzufragen, koordinieren, Stellungnahmen einzuholen. Und das alles muss eine kleine Verwaltung schultern. Dafür braucht es Personal und gutes Personal und das kostet Geld. Und das andere ist natürlich der Sozialetat. Auch wenn du kein eigenes Sozialamt hast, das Geld kommt trotzdem aus Gemünden. Also Personal, ganz klar, wir brauchen hier in den kleinen Kommunen genauso fachkundiges und gutes Personal, wie das in größeren Verwaltungen auch entsprechend der Bedarf da ist. Und das ist auch immer schwieriger, dieses Personal zu finden. Das eine ist, das, was wir haben, ist so, das ist schon mal hervorragend, aber wir merken es natürlich auch bei Stellenausschreibungen, dass man inzwischen auch auf Stellen, die sonst eigentlich im öffentlichen Dienst vor vielen, vielen Jahren mehr oder weniger mit einer Bewerbungsflut sich beworben wurde auf solche Stellen, jetzt inzwischen auch das Thema Fachkräftemangel auf den Verwaltungen oder auf den es gibt ja nicht nur die Verwaltungen in einem Rathaus, es gibt die Bauhöfe, gibt die Mitarbeiter in der Abwassertechnik, es gibt im Badeaufsichtsbetrieb und so weiter. Egal wo, also auch wenn die öffentliche Hand jetzt ausschreibt, die Bewerbungskulisse hat da nachgelassen. Ja. Oder der Wunsch, im öffentlichen Dienst zu arbeiten und dem gerecht zu werden, kann man auf der einen Seite natürlich nur durch entsprechend fachgerechte Bezahlung, das ist das eine, wird aber auch immer schwieriger für uns. Ja, also aber wie gesagt, das ist ein ganz großer Brocken. Der andere ist der Sozialetat, den eine Kommune zu schultern hat. Da habe ich ja eben schon mal auch das Anspruchsdenken. Das eine ist eben die Pflichtaufgabe wie Kindergärten als ein Beispiel, ist natürlich unser größter Brocken bei uns in den Haushalten. Natürlich sind die Kindergärten und deren Arbeit unwahrscheinlich wichtig für die Kommunen, denn das betrifft ja Anreize für junge Familien, wenn es mal zur Erschließung eines Baugebietes geht und man hat dann einen Zuzug von jungen Familien, die eben auch von woanders daher das Wohnen auf dem Land und dann gezielt für mich jetzt als Bürgermeister der Stadt Gemünden das Wohnen in Gemünden anvisieren. Da braucht man natürlich auch die Kindergärten und dann ist es gut angelegtes Geld, aber es ist wirklich sehr viel Geld und da muss man sich manchmal aus meiner persönlichen Sicht die Frage stellen, wir haben ja 16 Bundesländer und es ist auch sehr unterschiedlich gehandhabt, wie die Abfinanzierung einer derartig wichtigen Arbeit so bundesweit eigentlich läuft. Ist sehr unterschiedlich, finde ich schade, dass man da nicht ein einheitliches Bild abgeben kann. Ja gut, dann gehört zum sozialen Bereich natürlich die Unterkunftskosten, Bürgergeldempfänger, die Kommune zu tragen hat und seit 2015 haben die Kommunen und wieder jetzt die letzten zwei Jahre vermehrt mit Geflüchteten und Unterbringung zu tun. Da kann man auch sagen, ja, wird ja bezahlt, aber
Wir wissen, wie das ist. Das ist wie ein guter Kaffeefilter. Es wird immer dünner, was unten ankommt. Da würde ich noch nicht mal, ja, da würde ich noch nicht mal den Schwerpunkt legen auf das direkt zu Zahlende. Wir wollen sicherlich alle gerne Menschen in Not helfen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Was aber damit im Moment passiert, und das spüren wir im Moment ganz deutlich, wir haben als Beispiel in Gemünden auch durch den Ukraine-Krieg ja auch sehr vielen Menschen mit Wohnraum helfen können. Da bin ich auch sehr dankbar für bei der gesamten Bevölkerung, die das sehr unterstützt hat. Aber Wohnraum ist ja immer nur begrenzt da. Und umso weniger freier Wohnraum da ist und umso mehr Bedarf es, ist eine marktwirtschaftliche Entwicklung, ist logisch, steigen natürlich auch entsprechend jetzt die Preise an. Das heißt, wir erleben jetzt auf dem Mietpreismarkt pro Quadratmeter Wohnfläche faktisch eine Inflation durch diese Zustände, die von außen an uns herangeführt werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses wieder zurückgeht. Das fällt natürlich den Menschen, die vielleicht eher im Niedriglohnsektor ihr Geld verdienen müssen, dann auch immer schwieriger, ihre Mietwohnungen weiterhin bestreiten zu können. Das gibt ein Riesenproblem. Selbst auf dem Land, ne? Wo man sagt, wir haben ja eben über den Zuzug junger Familien gesprochen, so, und die, ich sag mal, die Zwei-Zimmer-Wohnung, Küche, Bad, die vielleicht vorher 300 Euro kalt gekostet hat, plus 50 oder jetzt bei den Energiepreisen 70 Euro warm, verlangt dann auf einmal schon mal 450, 500 Euro kalt, weil es der Markt hergibt, ne? Aber wir wissen auch, dass Immobilienblasen dann ganz gewaltig platzen können und dass dann Wohnungen, ja, die Zeiten werden sich sicherlich irgendwann mal ändern. Nur Prognosen sind immer schwierig, zumal sie die Zukunft betreffen. Das ist so ein, bei dem Thema, um da vielleicht nochmal kurz zu bleiben, wir hatten ja in 2015 die Maßgabe hier in Gemünden auch eine Halle zur Verfügung zu stellen, was wir dann ja auch gemacht haben. Ich möchte das nicht unbedingt nochmal erleben, dass wir eine Halle aus dem, ja, aus der Gesellschaft rausnehmen, dort kein Schulsport, dort kein Vereinssport und viele andere Veranstaltungen wegfallen müssen. Deswegen sind wir auch gerade wieder sehr gefordert und sind da auch dran mit Eigentümerinnen und Eigentümern darüber zu reden, ob man sich eben nicht doch irgendwie eine Wohnraum zur Verfügungstellung vorstellen kann. Die andere Frage ist nachher, wie du es auch eben erwähnt hast, die Abfinanzierung von diesen Dingen. Da müssen andere Verantwortliche sicherlich zu Stellung beziehen, ist klar. Wir versuchen alles Mögliche, um nicht für die Gesellschaft wichtige Infrastruktur wieder aus dem Markt rausnehmen zu müssen. Bis jetzt, ich klopfe auf Holz, ist es uns in dieser Zeit auch gelungen, das noch hinzubekommen. Reden wir über die schönen Dinge von Gemünden. Jawohl. Die gibt es ja auch. Also erstens, es gibt alles, was ein ländliches Kleinstädtchen ausmacht. Lebensmittelversorgung, Ärzte, Unterhaltung in Form von Ehrenamtlern und Clubs. Es gibt noch Restaurants und Kneipen. Auch keine Selbstverständlichkeit mehr auf dem Land. Es gibt eine Gesamtschule, ne? Ist das? Nicht als Gesamtschule geführt. Wir haben im Prinzip von der Schulform her dort eine Grund-, Haupt- und Realschule. Realschule, also zur weiterführenden Schule, sprich Gymnasium, heißt es dann Frankenberg oder Marburg. Oder Kirchheim. Oder Kirchheim. Und ja, an Sportplätze. Also eigentlich kann ein Bürgermeister, können die Bürger ja rundherum zufrieden sein, ne? Ja, und ich bin ja nur auch gebürtiger. Schwimmbad, Entschuldigung. Ja, ja, genau. Ja, ich bin ja auch gebürtiger Gemündner und bin hier groß geworden und ist so, dass es auch, dass dieses schon über sehr viele Jahrzehnte in dieser Form ja auch gibt und erhalten bleibt. Ja. Und das ist ja, glaube ich, auch in der heutigen Zeit sehr wichtig. Natürlich hat sich die Durchgangsstraße, was früher eine Einkaufsstraße war mit Einzelhändlern, die hat sich verändert. Das ist jetzt Wohnraum geworden. Das ist der Steinweg, du sprichst. Genau. Der Einkauf ist jetzt eher, wie das auch überall üblich war, so in diese Außenfacette gewandert, wobei das hier Gott sei Dank in Gemünden nicht ausschließlich so ist, wenn ich an den beispielhaft Rewe Aldi ist mehr im Außenbereich, aber ein Teegutmarkt ist im Innenbereich noch. Und das ist wirklich gut und da wird man auch häufig von angesprochen.
Ärzte, Apotheke, du hast es gerade angesprochen, diese Schule mit diesen drei Formen noch, Grund-, Haupt- und Realschule, zwei Kindergärten, ein Seniorenheim, für die Freizeit eben unser sehr hochwertig ausgestattetes Freibad, Campingplatz, Wohnmobilstellplatz. Teichgelände nicht zu vergessen. Also ja, das ist der Bereich Kunst- und Erlebnisfahrt Fahrrad, mit gezielt, ja. Wir nennen es mal am Schwarzen Weg, wo auch dieser, dieses Teichgelände ist, wo auch so schon sehr viele Events, du warst ja kürzlich bei einem, stattfinden. Aber auch unsere Vereinswelt, das muss man wirklich sagen, auch sehr vielfältig, von kulturellen Dingen über Musik, über Künstler, die sich treffen, aber auch im sportlichen Bereich, Sportverein, Tennisverein, DLRG-Ortsgruppe, die eben das Schwimmen entsprechend im Fokus haben, also Reitvereine, da haben wir sogar zwei, also da sind wir wirklich noch super aufgestellt, da kann man nur den ehrenamtlichen Verantwortlichen vielen, vielen Dank sagen und mich freut es ja immer, wie gesagt, ich bin Urgemündner, wenn aber dann man von außen mal hört, ach Mensch, dass es das aber hier gibt und wenn ich dann auf so ein Highlight, was ja in wenigen Monaten wieder da ist, auch der Karneval, der ist toll, was hier in Gemünden da gelebt wird. Da merkt man die Nähe zu Amöneburg. Und, mit welchem Elan dort auch in ehrenamtlicher Form dieses hier zelebriert und gelebt wird. Ja. Nein, ganz toll. Und da kann man nur als Gemündner Bürgermeister natürlich stolz drauf sein und auch Danke sagen. Natürlich. Und weil wir gerade bei den schönen Dingen sind, es gibt natürlich hier rundherum eine fantastische Natur eingebettet. Zwischen Kellerwald und Burgwald liegt das Tal der Wohra, hat früher mal viele Probleme mit Hochwasser gemacht, hat sich da inzwischen ein bisschen gebessert, aber es gibt die Galgenbergroute, ist das, glaube ich? Ja, das ist der Premium-Wanderweg. Ein Premium-Wanderweg, wie gesagt, man ist in ein paar Autominuten im Kellerwald, gehört zwar zur Nachbargemeinde Heiner, aber... Herbelhausen, unser Stadtteil Herbelhausen, liegt direkt dran. Liegt direkt dran, ja, aber ich sag mal, hier oben das Hohe Lohr, der Wüstegarten, also und auf der anderen Seite natürlich hier Richtung Rosenthal, der Burgwald, wo man wandern kann, Naturerlebnis pur. Und Gemünden liegt natürlich am Fernradweg. Ne? Man kann von Frankenberg nach Kirchhain über einen wunderbaren Radweg durch die Bundstrut bis nach Kirchhain und weiterfahren, ne? Ja, das ist so und ich denke, da liegt auch noch Zukunftsarbeit drin, dass wir, Fernradwege, die gehen irgendwo durch. Ich glaube, zukünftig muss man auch noch den Fokus drauf legen, dass man eben von unseren Stadtteilen oder aus den entsprechenden Gebietskulissen auf diese Wege drauf fahren kann mit dem Fahrrad, ohne über Landeskreis oder andere Straßen drüber zu müssen. Also hier haben wir sicherlich noch Aufgaben. Hier sind wir aber auch kommunal, muss ich sagen, interkommunal mit den benachbarten Kommunen auch dran, da einiges auf den Weg zu bringen. Wir haben da gerade ein Beschilderungskonzept. Wer jetzt gerade durch Gemünden fährt, sieht, da sind ja Schilder, die es früher nie gegeben hat. Weil man muss nicht immer nur neue Radwege bauen. Man kann auch auf bestehende Wirtschaftswege zurückgreifen. Man muss nur eben erkennen, wo laufen oder wo gehen die lang, dass man den richtigen Weg findet? Man hat ja jahrelang die Wirtschaftswege also wunderbar hergerichtet, was die wenigsten wissen. Oft haben die Yachtgenossen ihren Teil der Yachtpacht in dem Wirtschaftswegebau gesteckt. Die Kommune hat zugeschossen und es gibt wunderbare befestigte Wege, die man als Radwege nutzen kann. Wenn das Miteinander klappt, ich weiß es aus dem Kreis Kirchhain, wo sehr viele Oberzentren-Nutzer durch die Gegend fahren, dass man oft also auch glaubt, die Wege wären für die Radfahrer und Fußgänger und die Landwirte mit ihren Maschinen wären geduldete Gäste und hätten natürlich dann bei Platzmann weit gefehlt. Ich sag mal immer mit, wie heißt denn das? Ja, auf jeden Fall, miteinander macht die Wege breit, ne? Also gegenseitige Rücksichtnahme und sie sind nun mal zum Teil für die Landwirtschaft geschaffen. Und es ist immer noch hier ein landwirtschaftlich geprägter Bereich, auch die Stadt Gemünden, ne? Mit vielen großen Betrieben.
Ja, die sind jetzt mehr beheimatet in unseren Stadtteilen, weniger hier in der Kernstadt. Also ja, das ist aber voll, die Wege gehen ja von den Stadtteilen damit, genau. zur Kernstadt. Aber was vielleicht eine wichtige Information ist, und du hast das ja schon gesagt, dass wir natürlich sehr viel Wegebau betreiben über die sogenannten Jagdgenossenschaften. Und dort fließt ja gerade viel Geld rein, wo Grundstückseigentümer, in der Regel sind das ja auch die Landwirte, sagen, jawohl, wir lassen Geld in einem Topf drin, um eben für den Wegebau Sorge tragen zu können, dass die vernünftig gebaut werden. Und wenn wir dann in einer gemeinsamen Aktion mit Jagdgenossenschaft und Stadt, ja, die ihren Anteil auch dazu gibt, sagen, wir machen einen entsprechenden Wegeausbau, der dann auch für die Radfahrer natürlich zu nutzen ist, Gott sei Dank zu nutzen ist. Ich glaube, da bedarf es einer beidseitigen Akzeptanz, dass der Radfahrer ihm bewusst ist, ja, die Landwirte, die dort fahren, haben das auch mitfinanziert. Mhm. Und B, umgedreht natürlich, die Landwirte, die die Radfahrer dann sehen, auch da ist die Akzeptanz erforderlich zu sagen, mit den heutigen Großfahrzeugen so umsichtig zu fahren, dass eben wenig bis keine Gefahr davon ausgeht. Gemünden als Einkaufsstadt. Du hast den Steinweg angesprochen. Es gab ja eine Zeit, da ging der Verkehr von Frankenberg Richtung Kirchhain, ein LKW nach dem anderen und aus der anderen Richtung Kirchhain, Rauschenberg Richtung Frankenberg. Oft standen sie dann Kühlerhaube an Kühlerhaube und zwischendurch parkten dann noch die Einkäufer, die Einheimischen da. Das hat sich ein bisschen geändert. Aber Gemünden ist immer noch ein Einkaufsstädtchen, ne? Ja, und das ist ja auch gut so, weil viele der Einkaufenden nutzen ja, was man nicht jetzt messen kann, weil man es nicht genau weiß. Aber ich denke, man nutzt ja auch noch andere Dinge. Die einen bringen ihre Kinder ins Freibad im Sommer und sagen, komm, geht ihr mal ins Schwimmbad, ich fahre in der Zeit in den oder den Markt. Oder rumgedreht, die ganze Familie ist im Schwimmbad und sagt, ach dann, Gemünden hat ja den oder den Markt, da gehen wir dann einkaufen. Oder man sagt, ach Mensch, hier gibt es ja auch eine schöne Eisdiele, komm, lass uns doch da nochmal hingehen. Also das eine befruchtet ja auch das andere und man kann das sicherlich nicht in Euro- und Centstücken bewerten, aber es ist ein Anreiz, nach Gemünden zu kommen, um das eine oder andere zu machen. Und da ist natürlich gerade die Infrastruktur von Einkaufsmöglichkeiten ein ganz toller Wert. Und das ist auch schön, dass wir diesen Wert hier noch haben und dass er eben auch nicht nur von Leuten, die direkt in Gemünden wohnen, genutzt wird, sondern eben, und das erkennen wir ja an den Kennzeichen der Kfz, dass es eben auch von außerhalb genutzt wird. Ganz originell, der Bahnhof, wir hatten eben über die Wuchertalbahn gesprochen, die hier 81, 82 eingestellt worden ist, an Gemünden vorbei, dann weiter Richtung Gilserberg, Jessberg ging. Zimmersrode war der, ja, Zielbahnhof. Ja, aber dann hier, wenn man Richtung von Gemünden aus Richtung Gilserberg fährt, fährt man immer noch so an der alten Trasse lang oder kreuzt die alte Eisenbahnbrücken. Also der Bahnhof ist dann eigentlich inzwischen ja bundesweit als ein sehr originelles Restaurant und noch origineller Hotel bekannt, ne? Das ist so. Hier kann ich nur hoffen und wünschen, dass der Betreiber des Bahnhofes da natürlich auch für die Zukunft die richtigen Weichen stellt. Denn ja, es ist und war für viele Jahre ein Aushängeschild als eine der Gastronomien hier in Gemünden. Genauso natürlich aber auch der Hessische Hof, der sich ja direkt an der Durchgangsstraße dort befindet. Auch das ist ein Haus, wenn man da eben außerhalb von Gemünden unterwegs ist und man erwähnt diese beiden Gastronomiebetriebe, dann merkt man an den Tischen oder an den Orten, wo man drüber redet, ach, da war ich schon, da war ich schon. Und genau, man merkt, das hat Anklang gefunden. War der alte Bahnhof natürlich ideal und ich kann mich an vor Corona erinnern, dass im Güterschuppen sehr oft kulturelle Veranstaltungen stattgefunden haben. Jetzt geht es ja auf die Adventszeit zu, Weihnachtszeit. Das heißt, weiß ich, gibt es einen kaufmännischen Verein oder sowas hier in Gemünden, der dann wieder Aktionen macht? So? Im Sinne von Weihnachtsmarkt oder Ähnlichem. Also hier gibt es einen, wir nennen es Team Weihnachtsmarkt. Auch hier sind ehrenamtliche Leute am Start, aber auch schon über viele Jahre. Ändert sich auch immer wieder mal die Personengruppe. Aber ein Team Weihnachtsmarkt, der wieder einen Weihnachtsmarkt
in der Planung hat, auch für dieses Jahr. Am 2. Advent ist so der traditionelle Termin hier am Standort in Gemünden. Wird natürlich von unserer hiesigen Verwaltung über eine Mitarbeiterin oder auch ja, über die Mannschaft hier im Rathaus, je nach Anwendungsfall, natürlich unterstützt, ist logisch. Es wird wieder einen geben und ganz früher stimmt, da war das ein Verein letztendlich von den Kaufleuten. Das gibt's in dieser Form so nicht mehr. Aber trotzdem wird die Tradition weitergelebt, weil sich ehrenamtliche Menschen finden, die sich dann um diese Events kümmern. Weil du gerade Tradition ansprichst, das hatte ich zwar im Hinterkopf, wollte es auch ansprechen, hab's aber dann das Stadtmuseum, das hier von unter anderem von einer Person hauptsächlich geprägt worden ist, der also sehr viel Herzblut und Mühe da reingesteckt. Du meinst den Herrn Otto? Ich meine den Herrn Otto. Aber ein durchaus sehenswertes und interessantes Kleinod, ne? Vom historischen Gemünden bis zur Neuzeit. Ja, und nicht nur, dass man dort gewisse Dinge sich anschauen kann, von der Historie bis zur Neuzeit, sondern dort finden auch immer wieder mal Veranstaltungsserien statt, eben entsprechend mit gewissen Themen, ja, die gerade da entweder weltpolitisch oder regional gerade von Interesse sind. Und auch da wird, wie gesagt, in ehrenamtlicher Arbeit sich für ein entsprechendes Anbieten von solchen kulturellen Darbietungen gekümmert. Und auch da herzlicher Dank. Hier unterstützen wir da, wie es erforderlich ist. Das Gebäude hat ja damals die Stadt Gemünden über ein Förderprogramm Soziale Stadt so auf, ich nenne es mal, auf Vordermann gebracht. Aber um die Inhalte des Gebäudes, was Ausstattung, kulturelles Angebot und alles betrifft, da kümmert sich ehrenamtlich der Museumsverein. Wir haben eben noch mal über Lebensmittelnahversorgung gesprochen. Im Moment ist ja ganz trendy, Wochenmärkte mit regionalen Erzeugnissen zu machen. Das ist immer schnell gesagt und Kauf lokal und regional. Für die Inhaber der Marktrechte in der Regel der Kommunen ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil gut, hier gäbe es einen Marktplatz, gäbe aber auch andere Stellen, aber man muss natürlich auch immer Leute finden, Landwirte, Gott weiß was, die bereit sind, so einen kleinen Markt zu beschicken, und die müssen auch bereit sein, mal eine längere Durchstrecke mitzumachen, bis sich das so ein bisschen etabliert hat, ne? In Gemünden hat sich ein Wochenmarkt schon über viele Jahre etabliert. Wir haben jeden Freitag einen Markt. Wow, wusste ich nicht. Und dieser Markt findet statt. Hier oben bei uns ist ja das Bürgerhaus in greifbarer Nähe hier vom Rathaus. Und vor dem Eingangsbereich des Bürgerhauses findet eben jeden Freitagvormittag ein Markt statt. Dort wird über Wurstwaren, über Teigwaren, über Obst und Gemüse und so weiter, wird es. Da gibt es ein entsprechendes Angebot. Das ist ein kleiner Markt, aber, das ist die große, aber er ist in einer Regelmäßigkeit da, ja, und dort werden auch regionale Produkte angeboten. Wir haben ja auch hier einen örtlichen Hofladen. Und der Hier in Lehnhausen. Richtung Lehnhausen. Bei mir darfst du Reklame machen. Okay. Also. Und der Hofladen, die Familie Möbus bietet dort eben auch an diesem Freitag ihre kompletten Produkte auch an dem Markt an. Also, aber wie gesagt, gibt noch weitere Stände und wird auch gut frequentiert. Ja. Wir hatten das ja jetzt über viele Jahre, wo die Sanierung vom Bürgerhaus da war, durften wir dankenswerterweise in 50 Meter Luftlinie entferntes Gebietskulisse der evangelischen Stadtkirche dort die Marktstände betreiben, und das hat alles toll funktioniert. Aber das finde ich gerade, macht ja den Charme von unseren Dörfern und Kleinstädten aus, wenn das war früher, war das der Treffpunkt einmal in der Woche oder einmal im Monat im weiten Umkreis, wo die Einwohner waren, zum Teil zu Fuß hierher gekommen sind, und dass man diese Tradition einmal wieder aufleben lässt und zum anderen natürlich auch die regionale Vermarktung, das heißt Erzeugern die Möglichkeit gibt, wenn es auch nicht die Millionenumsätze sind, aber regelmäßig, und das spricht sich ja rum. Man hat ja seinen Kundenstamm, die dann immer schon warten, ne? Also den Markt gibt es, und ich glaube, wenn er nicht erfolgreich wäre, dann hätte er nicht so viele Jahre existiert. Ja, Frank, also wie gesagt, die
die Schuh oder die, der Schuh drückt an allen Ecken in einer kleinen Kommune. Nichtsdestotrotz hat man natürlich, du bist jetzt die dritte Amtsperiode? Ja, in der dritten. In der dritten, was natürlich auch dafür spricht, dass man dich wieder haben wollte. Dankenswerterweise, ja. Nichtsdestotrotz hat man als Bürgermeister natürlich auch noch Wünsche und Ziele, was man in der Amtsperiode erreichen möchte, vielleicht auch noch die vierte dranhängen, was man da erreichen möchte für die Kommune, für die Bürger. Was wären denn an der Stelle deine Wünsche und Ziele? Ja gut, wir sind im Moment aktuell, und das machen ja im Moment auch sehr viele, was so dieses Thema Klimaschutz anbetrifft. Wir sind ja schon aus meiner Sicht sehr weit, was solche Nahwärmekonzepte, zentrale Wärmeversorgung oder als Beispiel, unser Freibad wird seit 2010 mit der Abwärme unseres größten Gewerbebetriebes beheizt. Und solche Dinge treiben mich um. Ich komme selber beruflich aus der Energietechnik. Die machen mir dann natürlich auch immer richtig Spaß, und ich glaube, die bringen auch unserer Bürgerschaft für die Zukunft entsprechend was. Also das ganze Thema Energie, Klimathema ist sicherlich ein Thema. Wir haben auch einen Windpark seit 2017 ja hier im Betrieb. Und das sind so Dinge, wo es sicherlich noch viele Schritte nach vorne wir alle gemeinsam gehen müssen. Was mir auch oder ein Wunsch natürlich ist, wir haben eine große Gebietskulisse mit Stadtwald. Der Wald ist in einer großen Hektarzahl verschiedenen Dingen, sei es da der Borkenkäfer oder sei es da die Trockenheit oder sei es da die Stürme. Dort hat es viele Hektar, ich nenne es mal salopp, umgeworfen. Doch, so sagt man hier auf dem Land. Und da gilt es sicherlich, mittelfristig und langfristig wieder eine Verbesserung herbeizuführen, was große Anstrengungen betrifft, dass man auch mit Kosten natürlich und Aufwand sieht. Aber das ist sicherlich was da sein muss. Aber, und das ist eben auch ganz wichtig, dass es auch weiterhin in Gemünden sich lohnt, attraktiv zu leben mit den ganzen Dingen, die wir ja eben schon besprochen haben. Aber dass es in Gemünden auch die Möglichkeit gibt, einen Arbeitsplatz wahrzunehmen. Und du kommst aus der Energiewirtschaft, hast du gerade so angesprochen. So ein Zufall. Ich habe mal Projektmanagement für Instandhaltung für Kernkraftwerke gemacht in einem anderen Leben. Ja, man hat auch irgendwie mal was anderes gemacht. Ja, also für die Bayernwerke damals, heute dann E.ON. Und, ne? Früher haben wir uns Gedanken gemacht, bis vor 3-4 Jahren, vielleicht 5 Jahren, wie mache ich Heizung effizient in Mitteleuropa, wie dämme ich alle Häuser, damit möglichst wenig Wärme rausgehen. Und nun hat uns ja das Klima eines anderen belehrt. Ich wohne in einem gedämmten Haus und verfluche jeden Sommertag, weil die Wärme geht nicht mehr raus. Müssen wir uns heute genauso viel Gedanken, du hast ja hier über Nahwärme gesprochen, dass wir auch über Klimatisierung gerade in den Bürogebäuden hier, wie Rathaus, aber auch da, wo ältere Mitbürger wohnen, auch über Klimatisierung Gedanken machen müssen? Ich glaube, das wird von ganz alleine kommen. Nicht, dass wir das jetzt machen müssen, sondern ich glaube eher daran, dass diese Technik, die zukünftig in Einsatz kommt, ich nenne einfach mal als Stichwort, viele nehmen ja jetzt so als Begriff die Wärmepumpe, um dort Wärme zu erzeugen. Das geht auch andersrum. Genau. Und das meine ich, das wird einfach sicherlich von alleine etwas kommen, weil innovativ die Technik voranschreitet. Und dann kommt das eine mit dem anderen, dass der Bedarf jetzt bei uns zurzeit schon mit klimatisierten Räumen, die sicherlich immer angenehm sind, wenn man sie hat, dass man das aber jetzt schon als Muss und Bedarf in jeglichem Wohnraum ansieht, glaube ich, eher weniger. Aber man wird den Fokus darauf lenken müssen, dafür vorbereitet zu sein. Wir reden ja von der Zukunft, und ich denke mal, da sind wir uns beide einig, dass das Klima sich nicht innerhalb vom halben Jahr so gravierend ändern wird, dass man langfristig sagt, wir wissen ja nicht, wie das Wetter nächsten Sommer wird. Wir können natürlich so eine kleine Eiszeit wie im Mittelalter bekommen. Wir können natürlich auch wieder einen Sahara-Sommer bekommen. Und wer in die Zukunft denkt und sagt, wir haben ein Konzept für Mitteleuropa, das heißt hier für unsere Gegend, das heißt Nahwärme,
Aber im Hinterkopf habe ich auch die andere Seite. Ich denke, Phänomene in die eine wie in die andere Richtung, die hat es früher gegeben, die wird es auch zukünftig geben, das ist klar. Man muss eben da eher so die mittelfristige, langfristige Tendenz beobachten. Und die verändert sich, das ist, haben viele Studien ja gezeigt. Und das sind ja ganz schlaue Köpfe, die sich mit sowas beschäftigt haben und weiterhin beschäftigen. Ich denke, die Gesellschaften auch eben hier so in Mittel- und Westeuropa werden sich auf Veränderungen einstellen müssen. Ja. Und denen muss man gerecht werden. Auf der einen Seite über Dinge in dem äußeren Bereich, die, wie ich habe eben den Begriff Wald eben als Beispiel genannt, aber natürlich auch im Sinne des Einsatzes von technischem Know-how. Man wird sich umstellen müssen. Weil für die Kommunen natürlich auch interessant ist, durch den absinkenden Grundwasserspiegel wird die Wasserversorgung natürlich nicht einfacher für die Bevölkerung. Ne? Ja, da können wir hier in unserer Region dankenswerterweise noch sagen, noch alles gut. Das ist ja auch wirklich gut so, dass es so ist. Ja. Aber die Grundwasserneubildung, auch das ist sicherlich kein Geheimnis, war in vielen Jahrzehnten auch natürlich abhängig von Begriffen wie Schneeschmelze und solchen Dingen. Auch das hat sich verändert. Ja. Das merken wir noch nicht gleich heute und nicht gleich morgen. Aber wir wollen ja unseren nachfolgenden Generationen auch noch eine lebenswerte Welt vorzeigen können, die man dann doch in einigen Jahrzehnten auch noch hoffentlich gut und sinnvoll bewohnen kann. Und auch da müssen wir dran denken, dass dort, was auf der einen Seite die Verbräuche anbetrifft, aber das andere auch eben die Gewinnung beziehungsweise die Sauberkeit dieses Produktes des Grundwassers anbetrifft, da werden wir darauf achten müssen. Mhm. Außerdem, eine gute Wasserversorgung weckt natürlich Begehrlichkeiten. Frankfurt zapft ja nicht nur den Vogelsbergkarl, es guckt ja schon mit einem Auge auch Richtung Burgwald. Ja, das stimmt. Da ist richtig die Diskussion, man muss eben in beide Richtungen schauen. Ja. Also ich glaube, wir leben in dieser Region. Wir verwenden ja auch den einen oder anderen Rohstoff, der auch nicht bei uns herkommt, sondern woanders daherkommt. Wenn man das ausschließlich bezieht, darauf zu sagen, nee, ist von mir, geht nicht raus, dann könnten das in anderen Bereichen andere auch so sagen, das wäre nicht so gut. Gebe ich dir auch recht, gibt aber immer die Diskussion, muss Frankfurt seine Bäume gießen und mit dem Vogelsberg gehen, so fallen sie trocken. Nein, ganz klar. Dafür kann man auch das Mainwasser nehmen, Entschuldigung. Absolut. Ich verstehe ja den Ansatz, um Gottes Willen. Nur in verschiedenen Diskussionen gibt es ja dann so, ne, nach dem Motto, die kriegen von uns nichts. Wir kriegen woanders auch was. Es muss im vernünftigen Maß und es muss vernünftig eingesetzt werden. Eben. Es wird ein ganz prekanter Rohstoff eines Tages sein. Man hat früher immer mal gesagt, Kriege werden irgendwann mal wegen Erdöl geführt. Nee. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube, sauberes Trinkwasser wird ein viel höheres Gut mal werden, wie Erdöl war. Ja. Das denke ich auch, dass in vielen Bereichen, wir haben schon immer mal Jahre gehabt, wo die Kommunen gesagt haben, pass auf, Autowaschen ist nicht mehr. Es gab ja mal eine Zeit, da durfte man das Auto ja auf dem Hof waschen. Gartenwässern ist nicht mehr und Friedhof wird auch nicht mehr gegossen, weil das Wasser knapp ist. Aber dann gab es wieder die fetten Jahre, wo es egal war. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen. Wasser ist nicht nur kostbar, es ist auch teuer für die Kommune und für den Bürger. Denn eins ist doch klar, wenn ich kein Wasser verbrauche, dann steht es in den Leitungen und dann muss gespült werden. Das heißt, es läuft weg, weil es ist ein Lebensmittel. Und die andere Sache ist, produziere ich kein Abwasser, wachsen ja deine Kanäle zu. Ihr hängt eins am anderen. Ja, es ist auch so. Die Frage ist, ob ich das gereinigte Abwasser in die Wohre oder in die Schwein verleiten muss oder ob man es zum Verrechnen auf landwirtschaftlichen Betrieben erstmal nehmen kann. Es kommt ja dann doch in die Wohre oder in die Schwein. Ja, auch hier gibt es ja verschiedenste Pilotprojekte, die auch mit gereinigtem Abwasser
das versuchen, in Industrieanlagen das als sogenanntes Prozesswasser zu verwenden. Ja. Ich glaube, hier ist man auch oder setzt man sicherlich auf neue Techniken, die da auch dazu führen werden, dass genau diese Prozesse anders da behandelt werden, wie man es vielleicht aus der Vergangenheit kennt. Und eine schöne Wärmequelle, Abwasser. Ja, auch damit beschäftigen wir uns, aber ja, es muss natürlich in einer derartigen zentralen Lage vorhanden sein, in einer Wärmequalität und alles, was dazugehört. Aber hier werden wir auch noch innovative Änderungen feststellen. Nein, ich sage ja nur, also inzwischen ist ja draufgekommen, dass Abwasser gerade auch in den großen Städten eine wunderbare Wärmequelle ist, die man über Wärmetauscher wunderbar nutzen kann. Und ja, auch in den kleinen Städten, ich denke, viele, so wie du jetzt, die auch den entsprechenden Hintergrund, was energietechnisch möglich ist, vielleicht auch wünschenswert ist, als Ziel im Auge haben, einfach sagen muss, ja, würde ich gerne machen. Ich würde auch den Bürgern hier die Nahwärme fast kostenlos zukommen lassen, wie auch immer, weil das sind die finanziellen Grenzen eigentlich gesetzt. Das Netz muss ausgebaut werden, es muss angelegt werden. Auch ein Windpark muss irgendwo ans Netz, da brauchst du eine kleine Trasse für. Will ich ihn weiterleiten, brauche ich einen Umspanner, weil das ist ja nieder... Niederhochspannungsnetz. Mittelspannung, Hochspannung oder Niederspannung, genau, ja, über die Komponenten. Ja, ja, und gerade die Windkraftanlagen, die sind ja die Niederspannung, 110 kV ist Mittelspannung, 380 kV ist dann Hochspannung. Nee, Mittelspannung ist die 20 kV. 20 kV. Und es wird so sein, die Windenergieanlagen erzeugen eigentlich die Niederspannungskomponente, aber direkt daneben steht eine Trafostation, die er transformiert in die Mittelspannungskomponente. Und mit dieser Komponente wird es an entsprechende Umspannanlagen weitergeleitet. Ja, weil zum Transportieren muss man es halt umspannen, ne? Genau. Sonst sind die Verluste einfach zu groß unterwegs. Ja, ja, Frank, wunderschön, kleine Städtchen. Bleibt noch eine Frage. Euer Stadtwappen hat einen Adler, aber der Adler hat einen Ziegenkopf. Das ist so. Ja, warum? Ja, das ist halt der Ursprung von Gemünden, wo da so unter Grafschaften noch alles unterwegs war, war es die Grafschaft von Ziegenhain, wo Gemünden zugehört hat. Und das ist im Prinzip noch das äußere Erscheinungsbild, dass da irgendwas mit dem Begriff Ziege, Ziegenhain, da entsprechend noch berücksichtigt wurde. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Vielleicht du noch einen Wunsch, Anregungen an deine Bürgerinnen und Bürger, an die Politik, die über dir ist und sagt, liebe Freunde, nehmt uns ein bisschen von den Schultern. Naja, mein Wunsch an alle ist natürlich, dass wir weiterhin gemeinsam zueinander stehen. Man kann immer unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich glaube, man muss es ordentlich, sachlich und vernünftig ausdiskutieren. Und wenn man dann sagt, man packt was an, dass man es dann gemeinsam anpackt. Und nur gemeinsam können wir es auch schaffen. Ja, Frank, vielen Dank. Ich danke auch.